Hallo zusammen, mal neues Thema, Internetrolle. Mir fällt immer wieder auf, dass sich in manchen Auswanderergruppen, ich nenne sie mal Internetrolle, tummeln, die selber gar nichts im Hut haben mit Auswandern, aber immer wieder die gleichen Schlagworte benutzen wie Sozialhilfe, Sozialstaat, Bürgergeld und teilweise auch staatliche Krankenversicherung. Wobei es letztere ja gar nicht gibt in Deutschland. Man hat eine Pflichtversicherung, aber keine staatliche Krankenversicherung. Und jeder zahlt auch dafür mit seinem Geld, was ihm vom Lohn abgezogen wird. Wer wenig verdient, zahlt halt nur wenig und wer viel verdient, zahlt mehr. Das geht bis 400 Euro im Monat hoch. Und da müsst ihr gar nicht mal viel verdienen. Und wenn ihr selbstständig seid, zahlt ihr den Arbeitgeberanteil mit. Dann seid ihr schon bei 800 Euro im Monat. Und das pro Person. Nur mal so als Vergleich. Hier in Amerika ist natürlich immer abhängig davon, was der Arbeitgeber für Rahmenverträge mit den Versicherungen hat und was er seinen Mitgliedern oder seinen Mitarbeitern anbietet. Aber meine Frau zahlt für uns, also für mich und sie zusammen nur 200 im Monat. Also wir zahlen wesentlich weniger wie in Deutschland. Aber das nur mal so am Rande, da gibt es auch noch mal ein extra Video drüber. Ja, was denkt ihr darüber? Ist Sozialhilfe, Bürgergeld oder irgendwas in der Art ein wichtiger Faktor in eurem Leben? Ich würde mal sagen, dass ich eigentlich niemand kenne. Mein Bürgergeld kann ich nicht kennen, weil Bürgergeld wurde erst eingeführt, nachdem ich schon weg war. Aber ich kenne niemanden, der Hartz IV empfangen hat, so wie es damals mal hieß. Oder der ein freudiger Sozialhilfeempfänger war. Kenne ich nicht. Hatte ich keinen Bekanntenkreis, keine Familie, niemand. Und es ist jetzt auch nicht die Normalität. Und ich denke auch nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, dass man sein Leben daran ausrichtet und in Angst lebt, dass man irgendwann mal das benötigen würde. Aber im Umkehrschluss halt sein ganzes Leben lang hohe Abzüge von seinem Gehalt hat deswegen. Es ist zwar jetzt ein bisschen ein hochgegriffenes Gehalt, aber jetzt für Amerika relativ wenig. Gerade mal hier wieder die Wespe beobachten. Relativ wenig und mit besserer Ausbildung oder wenn man selbstständig ist. Aber wer hier 100.000 Dollar im Jahr verdient und wer in Deutschland 100.000 verdient, der hat hier mal knappe 20.000 mehr netto. Und das finde ich eine Wahnsinnssumme. 20.000 im Jahr, das sind in 10 Jahren 200.000. Da könnt ihr euch in 10, 15 Jahren schon fast ein Haus damit abzahlen. Was man hier mal einfach so nebenbei mehr hat. Deswegen die Frage, lieber sein ganzes Leben lang wesentlich weniger verdienen und sich viele Dinge nicht erfüllen und sich vielleicht nicht was Eigenes aufbauen, nicht mit relativer Leichtigkeit ein Haus abbezahlen und ein Haus kaufen und mit Dingen spekulieren oder lieber ein geringes Einkommen und, dafür die Sicherheit haben, dass im Fall der Fälle, wenn hätte können, vielleicht man dann abgesichert ist oder auch nicht. Was denkt ihr darüber? Was ist euch da lieber? Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Video.